Hallo, ihr Lieben. Heute darf ich euch ein Testset vorstellen, was mich erreicht hat. Und zwar wissen ja, dass ich ja für die Andrea von der Facebook-Gruppe Magic Nail Art Launch gewisse Sachen teste, vorstelle, euch Fotos mache, Videos mache. Heute habe ich ein Testset von MPK Nails und da möchte ich mich auch nochmal ganz herzlich bei dem Peter bedanken, dass er mir da die Sachen da so schön zusammengestellt hat. Fand ich richtig toll. Habe ich überhaupt nicht mitgerechnet, was da alles jetzt drin ist. Ich durfte ein, zwei Wünsche äußern. Und also was der mir da eingepackt hat, wirklich, wirklich toll. Und ich möchte euch da auch nicht lange auf die Folter spannen und wünsche euch ganz viel Spaß beim Video. Fangen wir als erstes an hier mit so einer Schablone, die war dabei. Das ist so ein Blümchenmotiv. Ich versuche euch das jetzt mal ein bisschen abzumachen, dann könnt ihr das auch sehen. So kann man das jetzt nicht wirklich erkennen, was drauf ist. Finde ich sehr, sehr, sehr schön. Ich habe noch nicht damit gearbeitet, aber ich denke, es wird allmählich Zeit. So. Ich hoffe, ihr könnt das so sehen. Richtig, richtig schön. Ich mag das ja so mit Blümchen. Da ich ja wirklich kein Händchen fürs Malen habe, das wissen ja auch viele, wollte ich das jetzt bei der nächsten Modellage entweder an mir oder meinem Modell mal ausprobieren. Dann, was ich mir gewünscht habe, ist Nagelöl. Die meisten wissen, glaube ich, ich liebe Nagelöl. Und da war der Peter so lieb und hat mir zwei Stück reingetan in meinem Testset. Einmal Vanille und einmal Mango. Jetzt muss ich natürlich auch mal aufmachen und mal riechen. Oh. Schade, dass ihr das nicht riechen könnt. Also das Mango riecht auf jeden Fall sehr gut, auch nicht zu extrem. Also das ist genau richtig. Und das Vanille. Oh ja. Oh, das riecht auch richtig toll. Also das riecht auch richtig gut. Ich bin gespannt, wie es pflegt. Das werde ich euch natürlich alles in einem Fazitvideo natürlich alles erklären. Das wisst ihr aber. So, und ich habe noch zwei Cleaner in meinem Testset gehabt. Und zwar ist das einmal der High Gloss Cleaner. Für alle, die nicht wissen, was das ist, den benutzt ihr nur zum Entfernen der letzten Schwitzschicht. Ist eigentlich so auch ganz einfach in der Handhabung. Wie gesagt, es ist nur wichtig, dass ihr das benutzt, um die allerletzte Schwitzschicht zu entfernen. Und dann habe ich noch einen normalen Nail Cleaner gehabt in der Duftrichtung Kirsche. Habe ich natürlich schon direkt dran gerochen, weil ich liebe ja auch Kirsche. Riecht auch richtig gut, nicht zu streng. Ist alles super. Also da bin ich auch sehr gespannt, wie auch meine Modelle den finden. Werde ich euch natürlich auch ein Feedback zugeben. So, dann habe ich hier noch vier Pinselflaschen. Das sind alles Versiegler, die ohne Schwitzschicht aushärten. Werde ich euch jetzt auch nach und nach zeigen. So, dann fange ich mit dem ersten Versiegler an. Das ist der Brilliant Quick Finish Flexible. Das dürfte der durchsichtige sein. Ja, das ist der durchsichtige. Nicht zu dick und nicht zu flüssig. Ich bin mal gespannt, wie der dann so im Auftrag ist, wie die Kratzfestigkeit ist. Also da bin ich auch, da lasse ich mich ja gerne überraschen, das wisst ihr ja. Dann komme ich auch direkt zum nächsten. Das ist der Quick Finish Silver Shimmer. Und guckt euch das mal an. Sieht der nicht klasse aus? Stelle ich mir echt schön vor, gerade wenn ihr vielleicht auch nur Make-up-Gel habt oder wirklich dezent. Oh, das finde ich richtig schön. Habe ich hier einmal den Versiegler Gold Rush. Ist ja jetzt auch gut für die kommende Weihnachtszeit. Sehr, sehr, sehr schön. Richtig schöner Glimmerpartikelanteil. Finde ich richtig toll. Wenn ihr das gerne mal sehen möchtet, vielleicht auf schwarzem Hintergrund oder roten, dass ich euch das dann auch nochmal vorführen soll, dann schreibt es mir einfach in die Kommentare oder macht einen Daumen hoch. Dann weiß ich Bescheid. So, und dann mache ich weiter mit dem letzten. Das ist der Finish Milky. Und seht ihr das? Richtig schön. Werden natürlich alle bei mir ausprobiert oder bei meinen Modellen. Also ich bin da gespannt, was wir da als allererstes benutzen. Wenn ihr dazu auch gerne mal ein Video sehen wollt, dann einfach in die Kommentarebox schreiben. Also richtig, richtig toll. Ja, und dann machen wir weiter. So, und als letztes, was ich im Testset hatte, waren die drei Farbgele. Werde euch natürlich jetzt auch direkt einen Auftrag machen.
Dann fange ich mal mit dem ersten Farbgel an. Das ist aus der Precious Farbgel-Serie. Das ist das Cheese Nut 11. Sehr cremig im Auftrag für mich jetzt. Hat was, auf jeden Fall. So, das ist das Farbgel Dreams. Sehr schön. Guckt euch das mal an. Richtig, richtig, richtig schön. So, und die letzte Farbe, die ich euch auftrage, das ist Winter in Love. Richtig schöne Glitzerpartikelchen drin. Oh, die sind echt schön zum Auftragen. Ich mag ja rote Nägel. Finde ich richtig schön. Ich weiß nicht, rot ist so meine Farbe. Ich glaube, jeder hat irgendwo so ein bisschen eine Lieblingsfarbe. Könnt mir ja mal in die Kommentarebox schreiben, was so eure Lieblingsfarbe, Lieblingsrichtung ist. Guckt euch das mal an. Dafür, dass ich sie einmal jetzt aufgetragen habe, sehr dünn, decken die wirklich schon echt super. Ich werde nochmal überall eine zweite dünne Schicht auftragen und dann hole ich euch nochmal zurück, ja? So, ich habe eine zweite dünne Schicht aufgetragen, aber auch wirklich nur eine ganz, ganz dünne. Und ihr könnt sehen, das deckt wirklich so super. Ich habe natürlich auch direkt die Chance genutzt und habe den klaren Versiegler direkt aufgetragen. Und guckt euch das mal an, wie das glänzt. Ihr könnt richtig gut meine Lampe da drin erkennen. Also es ist wirklich super am Glänzen. Ich werde euch alle Daten von MPK Nails natürlich in die Infobox packen. Die Facebook-Gruppe von der lieben Andrea und von der lieben Sandra. Die hat auch ein Testset vom MPK bekommen. Da ist aber was anderes drin gewesen, falls ihr euch das auch gerne mal angucken möchtet. Sie freut sich immer auch über einen lieben Kommentar. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich wünsche euch einen ganz tollen Tag und eine ganz tolle Woche und sag bis zum nächsten Video.